Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr seht, ich fange hier schon ganz anders an. Das fand ist, denke ich, auch mal anders mit dem Was ist los oder nee, so dramatisch wie ich es eigentlich gar nicht machen. Ihr bekommt hier trotzdem ein, zwei Trading-Tipps. Ich werde sie euch trotzdem ein bisschen beantworten, was ihr machen sollt, mit euren Karten und so weiter. Aber ich möchte erstmal was ansprechen. Ich werde es ja auch ancut lassen. Ähm ich hab das Weihnachtsgeschäft, was wir gerade haben, eindeutig unterschätzt. Ich komme gerade gar nicht hinterher. Wenn ihr das Video seht, muss ich gefühlt in fünf Stunden wieder raus, also wieder arbeiten und arbeite den ganzen Tag. Also es ist sehr, 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 sehr viel los. Und das, dafür möchte ich mich entschuldigen. Deshalb mache ich auch dieses Video. Einfach aus dem Grund, weil ich gerade nicht hinterher komme, Videos zu machen. Ähm, ich hoffe, ihr versteht es. Ich hoffe, ihr könnt mich da ein bisschen. Verstehen einfach und am, ab dem 24., ich denke mal am 24. wird auch ein Video kommen, am, Richtung Abend hin oder spätestens ab 25. geht es wieder richtig los. Ich hoffe, ihr könnt mich da ein bisschen verstehen, wenn ich natürlich die Zeit morgen oder so finde, werde ich ein Video machen, aber ich denke nicht. Wir haben gerade eine sehr, sehr heiße Phase bei uns im Geschäft und ihr müsst das verstehen, letztes Jahr war an Weihnachten zu. Jeder geht gerade einkaufen und durch das, dass wir einen Einzelhandel äh, oder Einzelhandelläden haben, ähm, ist es für uns gerade sehr, 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 sehr stressig und ein bisschen überrumpelnd, sage ich jetzt mal. Ähm, deshalb bitte ich da einfach ein bisschen um Verständnis. Deshalb kommt auch so wenig auf Instagram und so weiter und so fort. Ähm, ich werde natürlich mein Bestes geben, euch irgendwie die Tipps zu geben. Und ich werde auch immer wieder auf dem Discord sein. Deshalb, wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, kommt wirklich auf den Discord. Da werde ich gerade in Investment-Talks und so weiter immer wieder reinschreiben. Ihr könnt mich immer was fragen. Wenn ich die Zeit habe, werde ich da dort antworten, meine lieben Freunde. Deshalb auf jeden Fall da sehr, sehr, sehr gerne reinkommen. Außerdem haben wir eine gute SPC bekommen. 83er sind... Sehr, sehr gut angestiegen, außer so ähm, Jiménez und Heuberg sind es noch nicht so krass. Aber ich würde sagen, den restlichen Zeug, wenn ihr es loshaben wollt, könnt ihr verkaufen. Guckt einfach, welche Spiele wirklich gut gestiegen sind. Und wenn ihr mindestens 300 bis 500 Münzen pro Karte Gewinn macht, könnt ihr sie gut verkaufen. Äh, natürlich müsst ihr euch selber entscheiden. Ich glaube, sie gehen noch höher, aber viele von euch wollen auscashen. Außerdem äh, möchte ich sagen, Ihr solltet auf das letzte Video noch die 80 Likes schaffen. Wir sind kurz davor, weil ähm, ich teste gerade eine Trading-Methode, wo ihr eine bis vier Millionen, wenn ich es dann noch mehr, pro Woche machen könnt. Ich bin da wirklich dran. Ähm, Finde ich sehr, 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 sehr krass, diese Methode. Ähm, ich, es klappt gerade sehr, sehr gut und wir sind jetzt hier unter der Woche an einem Mittwoch. Ich denke, jetzt Richtung Wochenende wird es noch deutlich besser laufen. Und äh, ja, lasst auf jeden Fall eine äh, Bewertung und einen Kommentar auch in diesem Video da. Einfach also für den Algorithmus. Außerdem habe ich euch jetzt einfach mal so zwei Investment-Sachen. Äh, die steigen jetzt aber gerade schon sehr, sehr gut. Und zwar an Acerbi und einmal ein Racket. Racketage für 900 erbieten äh, oder kaufen. Und Acerbi für 1200 Maximum kaufen. Die werden die nächsten Tage ebenfalls hochgehen, wenn sie nicht schon oben sind. Außerdem, äh, wenn ihr so ein bisschen Low Budget Sachen machen möchtet, äh, möchtet guckt auf jeden Fall die Top-League durch mit den Non-Ware-Spielern. Äh, ligen non spieler Und äh, tut sie euch günstiger bieten und für 200 wieder teurer draufstehen. Ihr könnt ihr auch eine kleine UV-Liste machen, weil morgen kommt Top-Party. Außerdem, Top-Party. Guckt, was für kranke Spiele es morgen gibt. Und kauft jetzt schon mal so ein bisschen ein. Guckt er nach den Spielern Richtung Abstoßpreis. Sprich, habt ihr zum Beispiel Bayern gegen Dortmund, ist jetzt nicht so, ich weiß es aber so als Beispiel. Dann guckt nach Dortmund-Spielen und Bayern-Spielen, die in Nähe vom Abstoßpreis sind. Warum? Weil natürlich diese Spieler ihr kein Risiko habt. Und so könnt ihr das jetzt allgemein ein bisschen durchgehen. Und dann geht ihr entweder auf richtig Risiko und behaltet sie, bis die Top-Partien rauskommen. Wenn sie nicht rauskommen, wenn sie nicht steigen, ihr macht ein bisschen Minus wegen EA-Tags, also wegen euren Steuern. Oder ihr geht hin ähm, und tut sie im Hype verkaufen, weil viele werden morgen ab 14, 15, 16 Uhr anfangen zu investieren und werden, äh, dann werden die Karten automatisch hochgehen. Ich sage jetzt ein Beispiel, wenn zum Beispiel ein Schulz, Wer-Karte, äh, ihr für 800, 900 bekommt, ist sehr, sehr gut. Ihr habt nicht äh, wenig Fall. Ähm, dann denke ich mal, wird er morgen kurz davor auf 1000, 1100, 1200 schon sein. Und wenn er rauskommen würde, Schulz Dortmund jetzt, wie gesagt, das ist alles nur fiktives Beispiel. Ich habe es mir selber nicht angeschaut, weil ich keine Zeit hatte. Ähm, wird er natürlich auf 2-3k in dem Moment gehen, könnt ihr eigentlich relativ safe machen. Deshalb wollte ich euch jetzt auch mal fragen, weil die, ich habe mir die letzten Wochen die Top-Partien sehr, sehr gut angeschaut. Ähm, ich habe jetzt da selber nicht immer richtig investiert, weil ich es eher beobachtet habe und habe gesehen, dass man da kurzzeitig jeden Donnerstag mal kurz 2, 3, 4, 500k machen kann, je nachdem wie viel man investiert, weil die Karten sehr, sehr, sehr gut ansteigen. Wenn ihr Top-Partien-Trading besser haben wollt, dass ich mich da richtig oder richtig reinhänge und euch auch die Tipps mitgib. Natürlich haben die immer ein kleines Risiko. Ein kleines Risiko. Dann lasst es mich wissen, dann werde ich das auf jeden Fall machen und werde da ähm, euch dann die Tipps weitergeben. Und ja, so das war jetzt das Video. Ich hoffe, ihr versteht mich. Das Video ist auch ein bisschen kürzer. Ich denke so, wir sind jetzt gerade bei sechs Minuten. Ähm, ja, ähm, ich küsse euer Herz. Und ich wünsche euch, falls wir uns nicht mehr vor Weihnachten sehen, frohe, frohe Weihnachten, und vor allem gesundes Weihnachten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream. Schreibt mal drunter, ob ihr auf YouTube wollt. Also, ob ihr den nächsten Stream. Ich weiß, ihr wollt allgemein relativ viel auf YouTube, aber ob ihr den nächsten Stream auf YouTube wollt am 25. Und ja, nächste Woche am Mittwoch kommt auch vielleicht ein kleiner Stream. Da habe ich Geburtstag. Ich, aber ja. Das war's. Ich küsse euer Herz. Ich wünsche euch jetzt einen schönen, schönen Abend. Ich werde mich jetzt hinhauen, äh ersprung deines Abendessen noch essen und morgen um drei wieder raus. Ich küsse euer Herz und ciao.